Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ihr bei Book of Books. Ich bin Janine und heute möchte ich mit euch über meine Neuzugänge vom August sprechen. Es ist gar nicht viel und dann sind wir auch fast durch mit den ganzen Neuzugängen und Lesemonaten, ne? Genau, und dann kann ich die einzelnen Bücher quasi, kann ich euch die einzelnen Bücher quasi endlich mal selbst vorstellen. Jawohl! Winning You Liebe im Takt von Ian Finlay ist ein Fake Boyfriends Kurzroman aus der Fake Boyfriends Reihe. Da gibt es tatsächlich ganz, ganz viele zu, die ich euch alle in einem anderen Video natürlich näher bringe. Genau, aber hier geht es hauptsächlich um Marty und Marty ist auf der Suche oder möchte unbedingt zu einem ganz bestimmten Festival, weil er dort hofft, eine Band zu treffen, die er wahnsinnig toll findet. Mehr dazu dann in meinem Lesemonat. Selbst gekauft habe ich von Bennett Prentry, The Spy of Venice, a William Shakespeare Novel. Ich habe das Buch schon sehr, sehr lange in meiner Wunschliste, auf meiner Wunschliste gehabt. Habe ich mir dann gegönnt quasi. War auch echt, echt günstig, muss ich sagen. Mit Versandkosten nicht ganz so viel. When he's caught out by one ill-advised seduction, too many William Shakespeare flees Stratford to seek his fortune. Also hier geht's im Prinzip auch darum, wieso William Shakespeare sozusagen untergetaucht ist. Ne, da gibt es ja ganz, ganz viele realistische Mythen. Ne? Also realistische Mythen ist ein bisschen Quatsch, aber es gibt natürlich dazu sehr, sehr viele Mythen und Sachen, die man gar nicht so wirklich weiß. Ich eingeschlossen. So, Nicola Sparks, mein letzter Wunsch, habe ich vom Plotterportal bekommen. Und hier geht es um die 16-jährige Maggie. Und Maggie ist ungewollt schwanger. Ich weiß nicht, wie es ungewollt schwanger ist. Halt ungewollt schwanger. Und außerdem auch noch, nee, das verrate ich mal nicht, weil das steht auch nicht im Klappentext. Und auf jeden Fall wird Maggie auf eine Insel quasi geschickt, zu ihrer Tante irgendwo in North Carolina. Alle oder die meisten Nicola Sparks Bücher spielen in North Carolina, wissen wir. Das Buch hat mich allerdings echt, echt wieder beeindruckt. Anders als die meisten Bücher davor, auch hierzu mehr in einer extra Rezension bzw. einem extra in dem Lesevideo dann, ne? Lesemonat-Video. Nee, das Lesemonat-Video kommt ja dann erst, ist ja dann erst für September. Das habe ich ja gerade erst gelesen. So, Wilde Schwestern von Paula Wall. Ich habe vor ewig, ewig, Ewigkeiten ein Buch von Paula Wall mal gelesen. Es ist eher so in diesem Bereich erotische Literatur. Aber ich muss sagen, dass ich das Buch damals von Paula Wall, ihr erstes Buch, auch hierzu werde ich euch mal demnächst, wenn ich das gelesen habe, dann auch das andere Buch von ihr vorstellen. Ja, das hat mich damals so unfassbar mitgenommen und beeindruckt und irgendwie ist das auch echt interessant dargestellt worden. Nicht so billig wie viele solcher Romane, sondern richtig eindrucksvoll. Von der Macht der Frauen und vom Zauber der Erotik. In ihrer Heimatstadt in Tennessee haben die Frauen der Familie Wyatt schon seit Generationen einen gewissen Ruf. Sie gelten als unbezähmbar und als geniale Verführerin, denen kein Mann lange widerstehen kann. Ein Ruf, dem auch die schöne Pearl gerecht zu werden scheint. Und ja, ich bin wahnsinnig, wahnsinnig interessiert daran und wahnsinnig gespannt, wie die Geschichte umgesetzt wurde. Mal sehen, wann ich es lesen kann und werde. Ja, das Buch sieht so aus, ne? Ohne Umschlag. Hier übrigens auch. Das ist eines der Nachteile, oder ja, würde ich schon fast meinen, bei Großverlagen. Viele kleinere Verlage, die so einen Schutzumschlag haben, die haben tatsächlich auch hier nicht drum gespart und haben auch das Buch selbst nochmal verschönert. Haben viele, ja, aber es ist leider oft bei solchen großen Romanen, Autoren, wie auch immer, nicht der Fall. Nicola Sparks, mein letzter Wunsch, habe ich übrigens vom Plotterportal erhalten. Ist auch im Heine Verlag erschienen. Und das Paula Walls Buch ist, habe ich sehr günstig erworben, sonst hätte ich es mir nicht gekauft. Im Verlag, ich weiß es nicht. Knauer Verlag, alles klar, im Knauer Verlag. Das waren die Neuzugänge vom August. Nicht viel. Vier Bücher sind es geworden, genau.
Alles in allem aber sehr interessante Werke, wie ich finde. Und mal sehen, was ich dann gelesen habe. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bleibt gesund und wir sehen, lesen und hören uns. Und schaut auch mal auf Twitch vorbei. Da bin ich montags bis freitags bis auf mittwochs im Prinzip online. Und ihr könnt mich da relativ gut verfolgen, was ich da so mache. Und am Wochenende bin ich ebenfalls am Start. Genau. Viel Spaß und vielen Dank und bis zum nächsten Mal hier bei Walk of Books. Bye!